Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und jetzt bin ich ein bisschen in Panik wegen meinem Speicherplatz. Ich muss da mal ganz kurz was tun. Wir werden hier ein bisschen drüber wegquatschen und werden mal hier oben ein paar alte Folgen wegschmeißen, damit ich unten wieder was nachlegen kann. So. nicht, dass mir mal während der Folge der Speicherplatz ausläuft. Das wäre natürlich fatal. Also, fataler als fatal. Gut. Ja, wir sind hier fleißig am Umgrobern der Zwischenfrucht. Damit sind wir zu Gange und wollen diese natürlich dann, wollen das Feld dann vorbereiten für die nächste Aussaat. Wir können aber ganz kurz gucken. Es gibt eine große Nachfrage beim Viehhandel. Kam vorhin vor der Aufnahme schon. Haben wir kurz geploppt. Ich weiß nicht, kann man sich auch angucken, was nur beim Viehhandel an, also die Liste umdrehen, dass es nach Station geht, dass man sagt Viehhandel und was kaufst du alles von mir? Was kann ich dir alles anbieten und wo hast du die hohe Nachfrage? Das ist mir ja, das, die Übersicht ist ja wirklich grauenhaft. Da ist die hohe Nachfrage anscheinend, weil das ist blau. Supremschnitzel. Habe ich gerade 10 Ballen über, ne? Aber ich würde trotzdem in der Verarbeitung deutlich mehr Geld kriegen. Ne? Also das, nö, ist kein guter Kurs. 3,19 ist aber, dann weiß ich wenigstens was. Aber ich habe gerade 10 Ballen davon irgendwie ein bisschen rumfliegen. Ich glaube, im nächsten Monat ist auch die Ernte angesetzt, ne? Für Zuckerrüben und so. Müsste doch im nächsten Monat sein. Wo ist denn das? Da, Karte. Hier sind wir gerade aus. Wir haben nicht, das ist erntereif gewesen. 57 ist auch erntereif. Ach nee. Nicht erntereif. So, jetzt. Da sehen wir, was erntereif ist. 58 ist dort drauf. Da ist doch Zwischenfrucht drauf, oder nicht? Ölrettich, wo ist der Ölrettich? Das ist auch noch umgehoben, die 58. Na ja, gut, okay. Das kann möglich sein. Das kann möglich sein. Ach so. So, jetzt haben gerade, ich bestelle für meine, das kann ich mir ganz kurz erzählen, ich bestelle immer für meine Mitarbeiter Brötchen, glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Aber egal, kann man ja nochmal durchkommen. Und zwar ist es so, dass hier am lokalen Markt, er kommt jeden Mittwoch ein Fischwagen hingefahren und die liefern oder bei denen hole ich mir Fischbrötchen. So. Und dann, naja, irgendwann hat ein Kollege mal angefangen, so mir mal Fischbrötchen mitzubringen, weil er dann immer selber da auch hingegangen ist und sonst irgendwas dergleichen. Und dann haben meine anderen Kollegen, die auch gerne Fisch essen, natürlich gesehen, oh, der hat ein Fischbrötchen zum Mittag oder ne, beim Mittagessen haben wir Fischbrötchen. Haben die mich gefragt, wo das herkommt. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich noch da und da und sonst irgendwas. Ich kann ja mal fragen, vielleicht bringt er ja welche mit. Und dann hat er gesagt, nö, oh, für so viele will ich das eigentlich gar nicht machen. Und dann habe ich das halt umgedreht. Habe ich gesagt, okay, dann fahre ich dahin, hole ich das ab und ich nehme dann immer für die Leute immer mit. Und das beläuft sich jeden Monat oder jede Woche. Das ist immer Mittwoch. Also das ist ja Dienstag, Aufnahmetag. Jeden Mittwoch ist dann immer Fischbrötchentag. Und wenn ich dann dahin fahre, dann haben die immer Umsatz so um die 130 Euro rum, circa. So für so viel hole ich da Fischbrötchen. Kann man sich jetzt ausrechnen. So im Schnitt sind das immer um die 30 bis 40 Brötchen. So 3,50 Euro, 4 Euro, glaube ich. Oh, warte mal, 3 Euro sind die billigen und 4 Euro sind die teuren Brötchen. Aber wie gesagt, also für Fischbrötchen ist das schon, es ist nicht wenig, muss man wirklich sagen. Also verglichen mit, was man sonst so für das Geld auch kriegen kann, ist das schon. Aber es ist halt verdammt lecker. Also so ein Stremelachsbrötchen von dort ist halt verdammt lecker. Das schmeckt wirklich richtig gut. Und ich bin jetzt auch dazu übergegangen, jede Woche mir ein anderes Brötchen zu holen. Weil wirklich jede Woche das gleiche Essen war. Denn irgendwann war es dann doch über. Aber ne, also ich bin jetzt, ich bin nicht der Riesenfischfreund. Ich mag Fisch, ich esse ihn auch. Ich muss immer nicht selber fangen oder ähnliches. Also sowas, das, ne, bloß nicht angeln gehen. Falle ich bloß ins Wasser. Das ist wirklich passiert.
Und also beim Angeln. Aber ich war mal auf einem Angeltrip der Einzige, der Fische gefangen hat, obwohl ich der Einzige bin, der ohne Angel angekommen ist. Also ich habe mir dann bei anderen Angeln zusammen geschnurrt und bin losgegangen. Und habe eine schöne Stelle gesucht, wo ich dachte so, oh, hier ist Blattwerk, ein bisschen da, Schatten, gerade Sommer, vielleicht steht da der ein oder andere. Und da habe ich dann wirklich 4 Fische gefangen. Und die anderen beiden, die mit da beim Angeln dabei waren, die haben 0 gefangen. Entschuldigung. Ja, die aber große Angler waren und immer erzählt haben, was sie für Riesenfische da aus diesen Teichen rausholen und dass es dort, was weiß ich, Hechte, Zander, irgendwas gibt. Was weiß ich, wie die Viecher alle heißen. Also ein paar kenne ich, ein paar erkenne ich auch, wenn ich sie sehe. Außerhalb vom Wasser, im Wasser kann ich schlecht gucken. Aber das macht ja nichts. Und was ich aber gerne spiele, sind Angelsimulationen. Also gerade in der VR drin. Ach, wir schwenken uns so, wir sind schon so weit ab vom Thema, was ich eigentlich erzählen wollte. Egal. Wirklich, in der VR-Brille habe ich eine schöne Angelsimulation. Die spiele ich ganz gerne, weil die Orte, an denen man dort ist, die sehen einfach bezaubernd schön aus. Also kannst du mir sagen, was du willst, aber die Orte, die sind einfach richtig hübsch dargestellt. Das ist halt fotorealistisch, sitzt du dort an diesem See. Es gibt verschiedene Locations in Amerika, in wo nicht überall. Und du sitzt dann da an diesem See und hast diese quasi Fototapete, sitzt da richtig mittendrin, kannst du überall hingucken und angelst dann ein bisschen vor dir hin. Ist jetzt hier nicht die große Kunst nur zu angeln, muss ich sagen. Weil ne, es gibt ja alles so ein bisschen vor, machst ein bisschen hier, ein bisschen da, zack, zack, und da beißt schon einer an. Und ist auch nicht so wie bei Russian Fishing zum Beispiel. Wobei ich sagen muss, Russian Fishing in VR würde mich natürlich auch interessieren. Da müsste man mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt. Also Russian Fishing in VR, ja. Also Russian Fishing 4. Finde ich eigentlich, ist eine richtig gute Simulation und ich kann meine Russisch-Skills ein wenig testen, weil dort die ganzen Beschriftungen meistens zum großen Teil noch auf Russisch vorliegen. Also auch gerade von dem ich weiß gar nicht, mit wem ich das zusammen gespielt habe. Und er zu mir gesagt hat, so, woher weißt du das und warum heißt das, woher kannst du lesen, was da dran steht, ne? Also, ich mache jetzt gerade wieder ein bisschen Unfug hier, aber ist egal. Woher kannst du lesen, was da dran steht? Da steht Magazin dran. Magazin auf Russisch sieht halt ein bisschen, kann man halt, das erkennt man halt nicht auf Anhieb. Woher kannst du das und sonst irgendwas? Und dann kann ich mal sagen, ja, ich komme aus dem Osten. Und ich hatte halt eben aus Ermangelung, und das ist wirklich so, aus Ermangelung an Lehrern musste ich Russisch machen. Also gab an meiner Schule, in der ich war, da man für den Realschulabschluss oder in der Realschule halt ab der 7. Klasse eine zweite Sprache hat. Ich glaube, das ist jetzt schon viel früher mit der Zweisprachigkeit. So, dass man dann eine zweite Sprache kriegt. Abseits von Englisch. Ich glaube, Englisch ist glaube ich Pflicht mittlerweile, ne? Pflichtfach ab der 3. Aber was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber damals war es halt so, dass du ab der 7. Klasse konntest du dir eine andere Sprache aussuchen. Und ich hätte, für mich persönlich hätte ich ganz gerne eigentlich nicht unbedingt Russisch lernen wollen. Warum? Langsam aber sicher wird mir deutlich warum. Aber gut, das ist was anderes. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, Französisch wäre ich genauso schlecht gewesen. Weil mich auch Frankreich jetzt nicht so interessiert, so, denn Italienisch vielleicht noch eher. Weil mich Italien noch mehr interessiert als Frankreich, aber ja, weiß ich nicht, aber okay. Aber aus der Mangelung eines Lehrers, der eine andere Sprache kann, also weder Spanisch noch Französisch noch Italienisch, Latein, so einen Lehrer hatten wir alles nicht. Latein kann man ja auch machen. Wobei das natürlich dann nur wichtig ist, falls du dann mal wirklich in den medizinischen Beruf gehst. Jegliche Art, da muss man Latein können. Also ich habe das damals, wir sind aber echt weit abgetrieben jetzt zum Thema. Und deswegen habe ich Russisch gehabt. Weil es gab keinen anderen Lehrer und deswegen, naja gut, dann hat man halt Russisch gemacht. War jetzt, ist nicht das Schlimmste, dass man das kann. Gut, aber jetzt wieder ganz zurück zum Fisch. Deswegen es überhaupt kam. Ja, und bei dem Fischwagen bin ich halt eben so ein Umsatzträger anscheinend an dem Tag schon, dass sie immer wissen, wenn ich vorbeikomme, dann haben sie ihre Marktstandgebühren schon rein. Weil ich denke mal, von den 130 Euro, die ich da lasse, wären ungefähr 70, 80 Euro
sozusagen für die sein, dann am Ende als was dann nach Abzug aller Kosten überbleibt. Weil in etwa so wird, glaube ich, gerechnet. Also in der Gastronomie weiß ich, dass es zwischen Faktor 4 und Faktor 6 ist. Einkauf zu Verkaufspreis. Das ist, wenn die euch einen Schnitzel mit Pommes oder ähnliches anbieten für 18 Euro, dann haben die wahrscheinlich Gestehungskosten von 3 Euro dafür. Und der Rest dazwischen ist, geht halt drauf für Lokalmiete, wenn es nicht ihr eigenes Gebäude ist, oder halt eben die Lokalkosten, dann die Personalkosten, sonst irgendwas gleich. Wenn du jetzt natürlich eine Gastronomie hast, wo du die das Gebäude schon gehört, das heißt, du musst keine Miete bezahlen dafür, dann hast du schon mal, klar musst du irgendwelche Steuern oder Unterhalt oder dass es dann erhalten bleibt, bezahlen, aber diese Kosten kannst du dann auf lange Zeit durchaus strecken oder kannst auch mal sagen, okay, es lief jetzt mal ein Jahr schlechter, wir renovieren jetzt mal nicht da oder sowas, ne? Und gut, das ist dann der Anfang vom Abstieg, auch klar. Ne? Und deswegen freuen die sich dann immer, wenn ich da komme. Und deswegen schreiben die mir nämlich am Abend vorher, also heute am Dienstag, immer so gegen 16 Uhr, wenn ich nämlich keine Bestellung abschicke, weil ich schicke die immer per E-Mail, schicke ich eine Bestellung los und sage, ich brauche die und die Brötchen, ne, mit denen den Namen, bla bla bla, und in der und der Menge. Und wenn ich die nicht, dann kriege ich gegen 16 Uhr meistens eine WhatsApp-Nachricht nach dem Motto, hast du uns vergessen? Finde ich zum Schießen, finde ich richtig gut. Ja, also Kundenbindung ist alles klar, logisch. Darum geht es denen natürlich, dass sie nicht da sagen, so, ey, Mensch, ins Kindzimmer, hat er uns vergessen. Kam auch schon mal vor, dass ich es vergessen habe zu schicken. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil ich Zugriff von hier auf mein Arbeitsrechner habe, aber gut. Das ist schon, also, ist schon in vielen Fällen sehr witzig. Und deswegen, ja. Die Nachricht kam gerade als ich die Dings angemacht habe, die Folge. Dann kam gerade die Nachricht rein, dann habe ich den erstmal zurückgeschrieben, nee, du, ich bin gerade nicht auf Arbeit. Also diese Woche nicht auf Arbeit. Deswegen nicht. Aber meine Kollegen kennen und wissen, wo es steht, und die fahren dann auch immer gerne alleine hin. Ich habe denen auch mittlerweile schon erklärt, wie die Bestellung dann mal auslösen können, aber da sieht man wieder, es gibt immer so Leute, die sich kümmern, die dann einfach sagen, so, ja, pass auf, also ich mache es ja darum, ich fahre da hin, weil ich mir ein Fischbrötchen holen will, und dann bringe ich dir halt eins mit. Dass das jetzt so aufgebläht ist, dass es 30 Brötchen wären, ja, okay, war jetzt nicht abzusehen. Dass so viele Kollegen quasi dann mal Bock haben auf ein Fischbrötchen. Kann passieren, muss aber nicht passieren. Und da habe ich dann halt demzufolge, ich mache das aber halt, weil ich finde das blöd, und da behandle ich auch alle gleich. Also das ist ja auch wieder, es gibt ja dann so Leute, so für den bringe ich nichts mit. Warum nicht? Das ist auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, so nach dem Motto, so, was hat er dir denn getan, dass du jetzt ihn ausschließt und aktiv ausschließt aus einer Sache, die dir absolut nicht mehr kostet. Weil du bist A da, du bringst für andere mit, dann kannst du doch noch ein Brötchen mehr mitbringen und ihm das in die Hand drücken. Ja, du musst es ja, ich meine, ich nehme die Kiste auch, donner den ganzen Scheiß da stehen die Namen drauf, und dann donner ich die ganze Scheiße in den Kühlschrank und dann ist das gut. Und dann weiß jeder, in dem Kühlschrank liegt der Fisch, da geht jeder hin. Ich habe damit kaum großen Aufwand. Ja, ist nur einmal, dass sie mir dann beim durch die Firma gehen am Dienstag sagen, so nach dem Motto, ja, ich nehme, oder hier, Standard, oder wie immer, ist so ein ganz gern gehörter Satz, den ich dann immer am Dienstag höre. Und dann war es das und dann ist gut. Und ich bin, also wirklich, da verstehe ich dann manche Menschen nicht, warum die da so. Aber für den mache ich es nicht. Ist für mich eine Reaktion, die ist mir so völlig fremd, so auch so weit weg von mir, von dem, wo ich sage, so kollegial gehört das nicht dazu. Also wenn man Kollege miteinander ist, dann man ist dort auf Arbeit. Man ist dort nicht, um Freunde zu finden. Man ist auch nicht mit jedem Best Friend dort. Das ist mir völlig klar. Aber man muss doch wenigstens so viel kollegiales Umgangsverhalten haben, dass man dann nicht sagt, so, für den nicht. Ne? Das sind so Sachen. Aber gut, da sind Menschen halt eben, ne? Da gibt es die merkwürdigsten Sachen. Das ist, wie gesagt, für mich ist es nicht erklärbar. Ich weiß nicht, warum manche Leute so sind, aber sind halt, ne? Und so komme ich halt dazu, dass ich die Brötchen da verteile, und ich meine, das ist,
Ja, klar, verwende ich dafür wahrscheinlich eine Stunde pro Woche. Verwende ich dafür, ne? Also so. Akquise und. Das ist genau ein Meter zu wenig, ne? Also ich könnte es gerade knapp klappen, aber. Naja, gut. Egal, fahre ich halt wieder zurück. Aber mein Gott. Riecht mir doch kein Zacken aus der Krone. Wenn ich es halt. Einfach so mitmache. Mitbringe. Auch für Leute, die eventuell, was weiß ich, also. Da haben sie sich ja auch drüber gewundert. Ich hatte ja mal. Oh, jetzt wird es schwierig. Na egal. Okay, ich erzähle es trotzdem. Also ich hatte mal einen Kollegen, den mochte ich nicht unbedingt leiden. Der war wirklich, sag ich mal, ein bisschen so von oben herab. Das kann ich nicht haben. Also so einer, der denkt so, so wunderbar, was da ist und sonst irgendwas dergleichen. Wir kochen alle nur mit Wasser. Es gibt Leute, die können bestimmte Sachen richtig gut. Es gibt Leute, die können bestimmte Sachen besser als ich. Ohne Frage. Es gibt Leute, die auch auf meine Arbeit mir was vormachen, sonst irgendwas. Nein, aber man, wenn man das dann raushängen lässt, so großkollig, konnte ich nicht leiden. Also ich konnte ihn auch nicht mehr aufs Fell gucken. Der war einfach für mich sozusagen so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich aktiv dafür gearbeitet habe, dass er nicht mehr in der Firma ist, aber theoretisch könnte man das so behaupten. Also, sag ich mal, ich habe durchaus versucht, Einfluss zu nehmen auf die Personalgespräche und habe gesagt, so, die Zusammenarbeit klappt halt nicht. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr jemand Neues dann die ganze Zeit da haben wollt oder ob ihr mit mir noch weitermachen wollt. Also so habe ich nicht, also ich habe nicht gesagt, ich gehe, wenn der bleibt, aber ich habe gesagt, der wird garantiert nicht mein Leiter. Und das habe ich ihm, persönlich aber erst gesagt. Also da muss ich auch sagen, da bin ich dann auch so fair, dass ich dann zumindest der Person, die es betrifft, der sage ich das immer erst mal persönlich, bevor ich zu einem anderen hingehe und sage so, Chef hier, nee, komm, das geht so nicht, ne? Versuche das immer erst mal für mich zu klären. Erstmal auch mit mir zu klären, nach dem Motto, so bin ich eventuell der Vollidiot in der ganzen Sache. Da frage ich dann durchaus auch bekannte Freunde, ähnliches. Könnte sein, doch, den YouTube-Kanal hatte ich da schon. Es könnte sein, dass vor 4, 5 Jahren in den Folgen, dass ich da ab und zu mal drüber geredet habe. Ich meine, okay, ich bin auch wesentlich offener geworden, um bestimmte Dinge zu erzählen. Also, das muss ich auch zugeben. Also, ich glaube, in den ersten 3, 4 Jahren hat man über mich fast gar nichts in den Videos persönlich großartig erfahren. Das ist ja deutlich anders geworden. Aber es liegt auch an der Art von Spielen. Ich hatte früher viel mehr Spiele, viel mehr Videos und habe dann mehr über die Spiele erzählt und jetzt hier so bei S oder so. Ich glaube, bei ETS hat man auch schon mal viel über mich erfahren, weil da habe ich dann auch immer ein bisschen von mir und so ein bisschen erzählt. Und jetzt ist das halt hier LS geworden. Das ist Quatschereiformat, hätte ich was gesagt. Klingt ein bisschen abwertend, aber ja, dieses Erzählformat halt einfach, ne? So meine Therapiestunde. Und ja, ich muss auch sagen, das hilft mir auch. So also bestimmte Sachen, wenn man drüber redet, reflektiert man auch. Dann denkt man nochmal drüber nach. So. Jedenfalls habe ich da trotz dessen auch zu Weihnachten, wenn ich, also ich mache mal eine Aktion, zu Weihnachten gibt es immer von mir für jeden Kollegen einen kleinen Weihnachtsmann, so nach dem Motto, so, Dankeschön, schön, dass du mit mir zusammenarbeitest und ja, ne? So nach dem Motto, so schönen Dank für alles. Upsala. Zusammenfalten. So, jetzt fahren wir zurück und jetzt gucken wir mal, ob wir Feld 58 noch grobern müssen. Könnte sein, ne? Aber da könnte ich auch einen Helfer drauf auflassen und dann könnte ich die Tiere füttern. Weil da muss. Oh, da müssen wir jetzt wirklich mal gucken hier. Wie sieht das aus bei den Tieren mittlerweile? Nicht, dass die Kühe trocken stehen. 2800 Liter haben sie noch. Naja, gut, okay, geht. Habe ich überhaupt die Fleischproduktion angemacht? Nehmen keine Milch, okay. Wo ist die Tierproduktion? Rindfleischproduktion, ja, ist am Laufen, okay. Okay, was haben wir da schon? 5000, 1300 und 1850, okay. Aber im Schweinefleisch kommt ja jetzt bei der nächsten Tour, ist ja wirklich dann, sind ja die Schweine über 18 Monate alt. Nächsten Monat den Dings kaufen, die Wiese kaufen mit den Rindern nochmal. Müssen wir gucken, dass es mit dem Geld klappt. Könnte schwierig werden. Naja, wir werden sehen. Ja, und aber wie gesagt, also auch da habe ich dann den Kollegen immer was gegeben. Und da hat man sich dann, also da gab es wirklich Leute, die dann zu mir gekommen sind, warum gibst denn du den, was ich denke, du magst ihn nicht? Ich sage, nee, also es ist halt einfach so, ich kann mit ihm nicht zusammenarbeiten, das funktioniert halt nicht. Aber
Er ist ja trotzdem ein Mensch. Und wie sieht denn das aus, wenn ich 5 Leuten in dem Büro, wo er drinnen sitzt, was gebe und ihm nicht? Ne? Also, das ist ja Mobbing auf ganz anderem Niveau, hätte ich was gesagt. Also, kannst du ja nicht machen, kannst du ja nicht bringen, sowas. Klar, logisch habe ich meine Freunde, mit denen ich dann eventuell, aber dann mache ich das denn nicht in der Firma. Dann gehe ich nicht in die Firma und bringe dann Weihnachtsmänner durch die Gegend, sondern dann mache ich das, die treffe ich dann privat und sage hier so privat, Mensch, komm, hier hast du mal was Kleines von mir oder so ein kleines Geschenk. Ne? Oder ich mache dann wirklich ein Individualgeschenk für den einen oder so zum Geburtstag mal. Aber ansonsten. Aber manche Leute haben da anscheinend keine Skrupel, denken nicht drüber nach oder sonst irgendwas. Und machen das dann einfach so. Gut. Wir werden uns gleich wiederfinden an unserem Hof. Dann machen wir uns Gedanken darüber. Sieht so aus, als wenn ich da wirklich grobern kann. Ja, es ist grün. Da kann ich mit dem Grober dran. Ja, komm, dann fangen wir gleich von oben an. Immer ruhig, ruhig, wenn wir schon hier oben sind. Dann ist das erntereif und kann untergegrobert werden. Und dann sehen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt in der richtige Richtung abdreht. Nee, ne? Muss ich die Richtung wieder wechseln. Hätte ich unten ankommen müssen, hätte ich in der Richtung weitermachen können. Na egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier grobern. Vielleicht eventuell fällt mir auch noch ein bisschen was ein, was man sich so Schönes bequatschen kann. Das eine oder andere werde ich sicherlich noch finden. Muss es ja auch noch finden, denn ich muss noch ein paar Folgen vorproduzieren. Wie gesagt, das habe ich aber am Anfang der Folgen oder der gestrigen Folge mal oder vorgestrigen Folge ja erklärt, ganz kurz. Das werde ich sicherlich auch am Anfang der nächsten Folge nochmal sagen, weil das wieder eine neue Session ist, weil ich werde jetzt erstmal aufhören zu zocken. Und weiter Joko und Klaas gucken. Nicht Joko und Klaas, sondern Joko. Aber egal, wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.